Ich liebe dich. Du meinst, ich liebe dich. Ich verstehe dich nicht. Wie man das CH korrekt ausspricht, zeige ich dir in diesem Video. Los geht's. Hallo meine lieben Deutschlerner, ich bin Simon von Learn German for Life, der Kanal, auf dem dir Matthias und ich zeigen, wie du sicher, selbstbewusst und vor allem wie ein Muttersprachler Deutsch sprechen kannst. Um wie ein Muttersprachler Deutsch zu sprechen, musst du das Phonem CH perfekt aussprechen können. Es ist eines der 61 Phoneme der deutschen Sprache. Denn Deutsch hat 61 Klänge, die du perfekt können musst, um wie ein deutscher Muttersprachler zu sprechen. Und Matthias und ich haben einen gratis Videokurs für dich erstellt. Der Kurs heißt 61 Klänge für perfektes Deutsch. Du kannst ihn dir unten in der Videobeschreibung herunterladen. Dort ist ein Link. Der Kurs ist gratis und er wird dir helfen, deine Aussprache auf das nächste Level zu heben. Das CH ist ein schwerer Klang auf Deutsch, denn viele deutsche Muttersprachler haben Probleme, ihn auszusprechen und substituieren ihn zum Beispiel mit dem Sch und sagen zum Beispiel ich oder dich oder nicht. Also das ist absolut korrekt, da dieser Klang in vielen Regionen Deutschlands, zum Beispiel in Hessen und auch in anderen Regionen, als Sch ausgesprochen wird, kann ich nicht sagen, dass das nicht korrekt ist. Aber um wirklich wie die meisten deutschen Muttersprachler zu klingen, ist es gut und empfehlenswert, Hochdeutsch zu lernen, also die Standardaussprache des CHs, also die zwei Varianten Ch und Ch zu lernen. Denn, das ist für dich wichtig zu wissen, es gibt im Prinzip zwei CH-Varianten. Es gibt das helle, das weiche CH, also der Ich-Laut, Ich, und es gibt das dunkle CH im Ach-Laut, wie in der Zahl 8, wo du mehr Friktion hinten im Hals hast. Wann findest du welche Version, welche Variante des CH? Es ist relativ einfach. Das dunkle CH, der Ach-Laut, das dunkle CH, steht natürlich nach dem A, nach dem O, nach dem U und auch nach dem Diphthong Au. Also nach diesen vier Buchstaben findest du das dunkle Ch. Und in allen anderen Fällen findest du das weiche Ch, also den Ich-Laut. Das heißt, das weiche CH ist häufiger, du findest es öfter als das dunkle und tiefe Ch. Zunächst möchte ich über das weiche CH sprechen. Du findest es zum Beispiel in den Wörtern Ich, Furcht, China, 30, also in der IG-Endung am Ende von vielen Wörtern. In Süddeutschland sagt man zum Beispiel oft auch 30 mit einem K. Das ist auch korrekt. Standardsprachlich ist 30 mit dem Ich-Laut vielleicht ein bisschen besser. Du merkst, es ist ein stimmloser Klang, also es gibt keine Vibration im Hals. Und häufige Fehler beim Ich-Laut sind zum Beispiel, dass du das CH als K aussprichst, wenn du zum Beispiel Amerikaner bist und ich sagst statt ich, oder dass du es mit zu viel Friktion aussprichst und den Ach-Laut sagst, also ich, oder dass du das CH auch zu schwach aussprichst und dass man am Ende nur das I hört, also E, E. Du musst es also dann stärker aspirieren. Wenn du Probleme hast, den Ich-Laut, das weiche CH zu produzieren, habe ich folgende Tipps für dich. Das weiche CH hat die gleiche Zungenposition wie das J, zum Beispiel in Ja oder Junge. Also die Zunge geht in der Mitte nach oben und ist in der gleichen Position wie beim J, aber der Laut, der Ich-Laut, ist stimmlos. Beim J benutzt du die Stimme, die Zunge bleibt also in der gleichen Position wie beim Ja, J. Lass die Zunge in der Position. Und dann musst du die Luft einfach nur ausatmen und du presst Luft durch die Zunge, die in der Position des I ist. Die Lippen sind dabei wie beim I, beim langen I, ein bisschen gespreizt, also breit und angespannt. Die Zungenspitze liegt unten und der Zungenrücken ist ein bisschen angehoben. Und dann musst du Druck ausüben, denn es ist ein Friktionslaut. Also du musst die Luft mit Druck aus dem Mund nach draußen pressen. Es ist also kein H, es ist stärker als ein H, ein H. Also nicht, du sagst nicht E, sondern ich. Du kannst es zum Beispiel üben, indem du sehr oft nacheinander ja sagst, also ja, 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 und dabei flüsterst, also sehr leise sprichst. Ja, 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 ja,
Oder du kannst zum Beispiel kichern und oft hi 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 sagen, denn durch das I ist die Zunge schon angehoben. Und dazu hast du das H, das ein ähnlicher Klang ist. Und so kannst du in dieses H rutschen. Wenn du also H als Sch aussprichst und diesen Fehler beheben möchtest, habe ich folgenden Tipp für dich. Beim Sch sind die Lippen rund und die Zunge ist ein bisschen vorne. Das heißt, stell dir vor, du würdest die Lippen und die Zunge, beide Sachen, nach hinten ziehen. Nach hinten ziehen. Also vom Sch zum Kommen wir nun zum harten CH mit mehr Friktion. Du findest es in Wörtern wie zum Beispiel Buch, auch, Bucht, Dach, doch, Lachen, Bach. Und es gibt eigentlich zwei Ach-Laute, also Vela oder Uvola, das heißt, je nachdem, wie weit du ihn hinten im Hals produzierst. Aber es ist egal, da diese zwei Laute für uns Deutsche gleich klingen. Für dich ist es interessant zu wissen, dass der Ach-Laut die gleiche Zungenposition wie das R hat, wie das deutsche R, also wie das Reibe-R, aber du benutzt die Stimme nicht. Wenn du also den Ach-Laut kannst und die Stimme benutzt, also vokalisierst, kannst du automatisch auch das deutsche R aussprechen, das Reibe-R. Du kannst den Ach-Laut üben, indem du dir zum Beispiel vorstellst, dass du etwas im Hals hast, was dir stecken geblieben ist. Und wenn du das zum Beispiel ein Stück Essen wieder herausbekommen möchtest, dann sagst du Du kannst dir aber auch vorstellen, dass du schläfst und dann schnarchst. Also die Zungenposition des Ach-Lauts ist hinter dem Rachen, noch hinter dem K. Wenn du Probleme hast, die Zungenposition zu finden, kannst du erst ein K sagen. Du spürst, wie die Zunge nach hinten geht. Halte diese Position und führe dann die Zunge noch ein bisschen weiter nach hinten unten. Du kannst versuchen, erst Luft durch dieses K zu sprechen. Du gehst also von dem K mit der Zunge noch ein bisschen weiter nach hinten unten und dann findest du die Position des Ach-Lautes. Auch hier sind typische Fehler, dass du den Ach-Laut wie ein H aussprichst. Hier musst du dann mit mehr Friktion sprechen, also nicht H sagen, sondern Ch, Ch, Ch. Oder dass du den Ach-Laut als K aussprichst. Dann musst du vom K ein Stück weiter nach hinten unten gehen, denn der Ach-Laut ist noch ein bisschen weiter hinten und unten im Hals. Jetzt möchte ich den Ach-Laut ein bisschen mit dir üben. Sprich also diese Sätze mit mir mit. Ach, wenn doch acht Wachtelchen auf sachte Lichter achteten. Nochmal. Ach, wenn doch acht Wachtelchen auf sachte Lichter achteten. Hörst du den Unterschied zwischen Ich-Laut und Ach-Laut? Und ich habe noch einen Satz für dich. Sprich ihn wieder mit. Fluchende Dachdecker suchen nicht nach fluchenden Buchdruckern. Noch einmal. Fluchende Dachdecker suchen nicht nach fluchenden Buchdruckern. Ich hoffe, jetzt weißt du, wie man den Ach-Laut und den Ich-Laut produziert und wie man diese zwei Klänge unterscheidet. Ich habe zwei Aufgaben für dich. Ich möchte dich zunächst darum bitten, dem Video ein Like zu geben und das Video auch einem Freund oder einer Freundin zu empfehlen, die Probleme mit dem Ch oder mit dem Ach-Laut hat. Dann habe ich eine Frage für dich. Welche Wörter, die den Ach-Laut oder den Ich-Laut enthalten, bereiten dir Probleme, also sind schwierig für dich auszusprechen? Kommentiere diese Wörter bitte unten unter das Video in die Kommentarsektion. Zuletzt wollte ich dich nochmal daran erinnern, dass das CH einer der 61 Klänge der deutschen Sprache ist, die du kennen musst und produzieren können musst, um wie ein Muttersprachler zu klingen. Hol dir also unseren gratis Online-Kurs, die 61 Klänge für perfektes Deutsch, den Matthias und ich für dich erstellt haben. Der Link zu diesem Kurs ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, dein Deutschlehrer Simon. Got the mojo.